Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Abend. Es ist Freitagabend im Frau Hölle Studio Homeoffice Wohnzimmer, aka Esszimmer, aka Studio, Home Studio sozusagen. Liebeshöhle. Der Mann grillt sich jetzt gerade noch ein paar Würstchen Grillt sich Würstchen. und crasht mein Livestream. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Freitagabend. Ich hoffe, ihr nutzt diesen Livestream, diese halbe Stunde Creativity Booster, genauso wie ich, um ein bisschen abzuschalten. Von der Woche, von den Nachrichten, von all dem, was uns, euch vielleicht gerade so belastet, was euch durch den Kopf geht, was euch irgendwie davon abhält oder abgehalten hat, kreativ zu sein. Diese halbe Stunde am Freitagabend ist für uns und für euch reserviert, um wirklich einfach kreativ zusammen und beisammen sein zu können. Das ist der Creativity Booster, meine neue Livestream-Serie 2022. Heute sind wir schon zum dritten Mal zusammen. Vor 2 Wochen gab es hier die Mixed Media Tulpen im Gouache-Monat Februar. Letzte Woche gab es eine kleine Ausnahme, nämlich den Charity-Livestream, wo ich hier 4 Stunden in a row, ohne Pipi machen zu können, saß und mit meinen neuen tollen Kolleginnen gelettert, gemalt und illustriert habe. Und heute sehen wir uns schon wieder. Und heute geht es mal um was anderes. Zumindest um was anderes als in den letzten beiden Creativity Boostern. Es ist ein neuer Monat eingeleitet worden vor 11 Tagen, nämlich der wunderschöne Monat März, der hoffentlich, zumindest sah es heute schon hier so aus, den Frühling mit sich bringt. Mildere Temperaturen, viele frühlingshafte Gesellen, Schmetterlinge und unter anderem auch ein paar schöne Vögelchen. Ach, und genau, einen davon malen wir heute auch gemeinsam. Der Monat März steht aber auch bei uns im Frau Hölle Studio unter dem Thema Watercolor, moderne Aquarellmalerei. Wir haben diesen Monat ja ganz, ganz viele neue Produkte zu diesem Thema gelauncht, unter anderem Van Gogh Farben, Van Gogh Pinsel und allerlei anderes schönes Zeugs, das ich heute auch verwenden werde. Natürlich könnt ihr aber, und dazu ermutige ich euch nochmal von vornherein, alles verwenden, was ihr habt. Ihr könnt alle Materialien verwenden, ihr könnt auch andere Farben verwenden, ihr könnt von mir aus einen Vogel in Gelb, Schwarz, Grau malen. Es ist mir total egal. Bei diesem Format geht es mir nur darum, dass ihr irgendwas in die Hand nehmt am Freitagabend um 8 und mit mir gemeinsam eine halbe Stunde einfach Spaß habt, euch so ein bisschen leiten lasst von den Pigmenten und vom Papier und dem Pinsel und mit mir eintaucht in die Welt der Kreativität, um da oben einfach mal auf Durchzug zu schalten. Völlig egal, wie das Ergebnis ausschaut. Ganz wichtig, wir malen hier nicht, um ein schönes Ergebnis zu haben, sondern wirklich, um einfach Inspiration zu bekommen und geboostert zu werden. So, das war mein kleiner Monolog zu Beginn. Ich verfolge wie immer natürlich eure Nachrichten fleißig im Chat. Wenn ihr Fragen habt, fragt sie. Dafür ist der Chat da. Müsst ihr euch einen Account erstellen bei YouTube und Google. Kostet nicht viel, kostet nichts und dauert nicht lang, so lang, so rum. Ich hoffe, meine Stimme und meinen Kopf machen mit. Die sind noch ein bisschen, die man hört, dizzy von der 87.000 Erkältung, die ich vor einer Woche noch nicht hatte, aber in diesen 4-stündigen Marathon bekommen habe. Irgendwie danach konnte ich nicht mehr sprechen und bin einfach direkt eingeschlafen. Der Stream wird wie immer gespeichert. Ihr findet also diesen Stream dauerhaft in meinem YouTube-Konto. Und alle Materialien, ganz wichtig, die ich verwende, weil ich da auch oft danach gefragt werde, findet ihr unter dem Livestream. Also wenn ihr ihn auf dem Desktop anschaut, darunter. Wenn ihr ihn in der App anschaut, auch darunter. Und ansonsten müsst ihr mal gucken, wenn ihr ihn irgendwo auf dem Fernseher streamt, was ihr natürlich machen könnt, in richtig XXL Frau Hölle Finger erleben. Dann müsst ihr mal gucken, wo die Informationen stehen. Ich würde sagen, wir drehen die Kamera um. Der Mann ist hier neben mir. Seine Würstchen. Und wir malen einfach mal einem Vögelchen. Ne? Da geht heute Abend noch was. Ich freue mich riesig, dass ihr heute dabei seid heute Abend bei mir und meinem, man weiß nie, was passiert, Livestream-Format aus dem Wohnzimmer von der Fräule. Und jetzt würde ich sagen, switche mal die Kamera und dann konzentrieren wir uns auf unser Motiv des heutigen Abends. Es geht, wie gesagt, um ein Loose Watercolor Buchfink. Der Buchfink, also ich bin jetzt nicht ein Ornithologe, heißt es, glaube ich nicht. Ich bin kein Vogelkenner, aber ich habe extra gegoogelt, der Buchfink ist tatsächlich einer der allerersten Singvögel, der, wenn die Temperaturen wieder etwas milder werden, draußen fröhlich singt.
Haltet also mal die Augen offen, ob ihr einen davon entdeckt. Ich habe auch extra mal ein Exemplar, wie er wirklich aussieht. Natürlich ist die Loose-Variante davon immer sehr, sehr abstrakt. Dazu gleich noch mehr. Aber damit wir alle mal wissen, womit wir es heute zu tun haben, das ist also ein aufgeplusterter, habe ich mir sagen lassen, Buchfink. Also kleines, süßes Kerlchen, kleinen, hellen Schnabel, hier einen dicken Bauch, weil ein bisschen aufgeplustert, der kleine Kerl. Und ansonsten sehr schön farbig. Und deswegen seht ihr, habe ich auch die Farben des Abends ein bisschen ähnlich ausgewählt. Unter anderem auch meine Lieblingsfarben aus den neuen Van Gogh-Farben genutzt. Und ich finde, die Farben passen hier ganz gut zusammen. Und drumherum habe ich noch so eine kleine Blätterranke gesetzt. Und das Ganze ist wirklich easy peasy, absolut für Anfänger. Wir malen das Ganze gleich Schritt für Schritt. Und ihr könnt einfach mal so ein bisschen in die Welt von Aquarellfarben eintauchen. Was ich zu Beginn allerdings sagen möchte, sind zwei, drei Sätze zu der Loose Watercolor Technik. Diejenigen von euch, die vielleicht auch schon meine Frau Hölle Loose Live Livestreams mitgemacht haben, letzten Sommer und letzten Herbst, die wissen, wie meine Herangehensweise an das Thema Loose Watercolor ist und was mir ganz, ganz wichtig ist. Und das ist, dass es bei Loose Watercolor Motiven immer darum geht, dass Malmotiv, das man also wirklich vor sich hat, maximal abstrakt und lose wiederzugeben auf Papier. Es geht uns also bei Loose Watercolor nicht darum, irgendwas möglichst realitätsgetreu abzubilden, also wie genau hier die Härchen sind und wie genau der Schnabel aussieht und dass da weiß, schwarz und beige ist, ist uns total Wumpe. Mein Ansatz für Loose Watercolor ist ganz einfach der, sucht euch die grobe Form des Objekts, das ihr malen wollt und schaut euch die Farben an, die das Ganze hat und bildet das auf dem Papier möglichst schnell und lose mit einer lockeren Hand ab. Sollte danach jemand sagen, wie mir geschehen in meiner Story, ist überhaupt kein Buchfink, sieht aus wie ein Rotkehlchen, ist viel zu moppelig, der Schnabel ist ja eigentlich auch gar nicht schwarz, sondern eher beige und weiß, ist es total Wumpe. Ich wiederhole mich gerne. Es geht also nicht darum, dass ihr danach jedem sagen könnt, boah, hier mein Buchfink. Es geht bei Loose Watercolor wirklich eher um ein abstraktes Malergebnis. Damit möchte ich euch also hoffentlich auch nochmal so ein bisschen die Angst nehmen vor dem Einstieg in die Technik. Und ich freue mich wirklich immer über Feedback und es waren auch alles sehr nette Reaktionen und Kommentare. Aber ich habe tatsächlich Nachrichten erhalten, die gesagt haben, der ist doch viel zu dick und der ist ja gar nicht so aufgeplustert normalerweise. Und der Schnabel ist auch ganz anders und das Auge und alles ist ja ganz anders. Wo ich mir denke, so, es mag sein, aber es ist trotzdem für mich mein Loose Watercolor Buchfink. Jetzt habe ich genug geredet, jetzt fangen wir einfach mal an. Aber damit wollte ich euch einfach nochmal maximale Motivation und auch Selbstbewusstsein mitgeben, dass ihr einfach mal einsteigen könnt, sollt und müsst mit mir jetzt gemeinsam. Ganz egal, wie das Ergebnis wird. Lasst euch von niemandem sagen, dass ihr nicht malen könnt oder dass es kein Buchfink ist in 20 Minuten. So. Und dicke Vögel finde ich auch viel süßer außerdem. Ich beginne heute einfach mal wieder auf einem Papier, das es schon ziemlich lange gibt, nämlich auf dem Loose Watercolor Floral Aquarellpapier von Van Gogh, das ich mit Talens zusammen vor, ich glaube, 2 Jahren gebrandet und rausgebracht habe. Ich liebe das Papier, weil es unter anderem im quadratischen Format erhältlich ist und ich liebe quadratische Formate und unser Vögelchen passt auch einfach perfekt in die Mitte. 2 Ranken dazu, deswegen habe ich mich heute dafür entschieden. Farbauswahl seht ihr hier ganz kurz. Wie gesagt, die ganzen Farbinformationen findet ihr unter dem Video, falls ihr Fragen dazu haben solltet. Ich benutze heute diese beiden Farben, nämlich Saftgrün und Elfenbeinschwarz aus meiner Floral Pocket Box. So schaut die bei mir aus. Diese rosane Box, die es auch schon mittlerweile 2 oder 3 Jahre auf dem Markt gibt, glaube ich. Also das Grün hier, so ein richtig schönes, saftiges Grün und das Schwarz. Und dann noch 3 Farben, nämlich Englischrot, Davy Gray und Dämmerung Gelb, die ich richtig geil und genial finde. Und die es teilweise so wie Dämmerung Gelb und Davy Gray auch nur bei Van Gogh gibt, beziehungsweise es zumindest nicht bei Schminke Horadam gibt. Das ist hier so mein eigener gesprenkelter Add-on-Kasten und da ist Englischrot, da ist Dämmerung Gelb und da ist Davy Grau und es sind einfach so schöne Farben. Und in Kombination fand ich, die treffen die eigentlich ganz gut unserem Buchfink. Da ist das Englischrot am Bauch, hier oben nehmen wir das Davy Gray und das Dämmerung Grün, Dämmerung Gelb und das Saftgrün nehmen wir dann später für die Ranken links und rechts daneben. So,
Soweit keine Fragen, das ist schon mal gut. Das heißt, wir starten einfach mal durch. Ich benutze jetzt erstmal für das gesamte Vogelmotiv meinen Rundpinsel. Ihr könnt irgendeinen Rundpinsel nehmen. Ich nehme hier mal den Van Gogh Rundpinsel Größe 4. Eigentlich benutze ich den immer für Gouache, aber die sind auch super für Aquarell, weil sie eben so eine super spitze Form haben und man deswegen auch viele feine Details damit zeichnen kann. Stellt euch wie immer Wasser parat, ganz wichtig, wir arbeiten mit Aquarellfarben. Und auch wichtig bei Loose Watercolor, wir arbeiten nicht mit Vorzeichnungen. Keinerlei Vorzeichnungen sind erlaubt, meistens zumindest. Brauche ich auch gar nicht, damit es viel schneller und abstrakter geht. Sobald ihr was vormalt, seid ihr gefangen und denkt, ihr müsst es unbedingt genau exakt abpausen und nachmalen und ausmalen. Und das wollen wir alles nicht. Ganz wichtig. Deswegen, was ich tue, ich hole mir jetzt einfach mal eine Portion Daily Grey auf meinem Pinsel, aber eine sehr, sehr helle Version. Ah, so. Also, holt euch mal ordentlich Wasser auf den Pinsel, hier in Daily Grey rein und dann hier mal so eine sehr, sehr helle Variante von Daily Grey, mit der ich jetzt mein Vögelchen einfach mal sozusagen vorzeichne. Und ganz, ganz wichtig für unseren Buchfink in Loose Watercolor, wir arbeiten hier mit der sogenannten Wet-on-Wet-Technik, also nass in nass, deswegen versucht den Körper eures Vögelchens maximal lange, maximal nass zu halten. Das heißt nicht super nass, aber zumindest so feucht, dass wir später dann noch wirklich einzelne Farbakzente in die feuchte Farb- und Wasserfläche eintupfen und einbringen können. So, viel gelabert. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel labern bei dem Livestream, aber so ein bisschen Technik-Know-how braucht man halt doch. So. Hallo Annika, schön, dass du mit dabei bist in der Quarantäne. Schöne Ablenkung, auch für alle, die vielleicht gerade auch in Quarantäne sind. Ich glaube, angesichts der aktuellen Zahlen sehr viele. Lasst euch alle eine halbe Stunde mal inspirieren und ablenken vom Quarantänealltag. Ihr Lieben, wir beginnen jetzt einfach mal mit dem Vögelchen und schaut euch die Form an. Das ist wirklich eigentlich hier bei dem dicken Kandidaten fast so eine Kugel mit einer anderen Kugel oben drauf und die verbunden. Die Tanja aka Miss Nice, die hat mir auch mal beigebracht, alle Tiere bestehen aus Kugeln und aus Kreisen. Und keine Sorge, Tanja und auch alle anderen, ich werde keine anderen Tiere malen. Mir wurde schon geschrieben, du malst Tiere? Ja, ich male ein Tier einmal, weil es das leichteste Tier ist, das man malen kann und abstrahieren kann. That's it. Ihr werdet keine anderen Tiere von mir sehen. Niemals, nie. So, also wir arbeiten mit einer Kugel und einer kleinen Kugel oben drauf. Das ist schon alles. So viel zur vereinfachten Form. Und genau das machen wir jetzt eben mit dieser sehr, sehr hellen Daily Grey Mischung. Ich nehme ja jetzt einfach mal meinen Pinsel und male hier unten so einen relativ dicken Bauch und versuche wirklich einfach immer diese Fläche feucht zu halten, damit wir später noch verschiedene Pigmente einbringen können. Ihr müsst ja auch wirklich jetzt nicht maschinell exakt arbeiten, also einen kreisrunden Kreis malen, das ist ja auch ein Tier, ist ja auch eine organische Form. Das Schöne ist, bei organischen Formen könnt ihr immer so ein bisschen grober sein und müsst es nicht wirklich, wie zum Beispiel jetzt bei einer Tasse oder bei einem Glas, ganz exakt malen. Deswegen malen wir hier mit diesem sehr, sehr hellen, ein bisschen was könnt ihr kennen, ne? Daily Grey, einfach mal so einen pummeligen Buchfinkkörper und obendrauf noch so einen kleinen Kopf. Haltet das Ganze also wirklich schön feucht, damit wir da gleich noch mit Farbe reinarbeiten können. Sieht ein bisschen aus wie so ein Küken eigentlich, ne? Hier hinten kommen dann gleich auch noch so ein paar Federn raus, aber das machen wir gleich noch. So, jetzt beginne ich erstmal damit, dem ganzen Daily Grey zu verpassen. Ich gehe also jetzt in meinen Daily Grey rein und hole mir richtig viele Pigmente auf dem Pinsel, damit ich hier wirklich erstmal so den Daily Grey Graubereich des Vogels quasi einfärben kann. Da nehme ich wirklich mal von hier hinten mit so leichten Bewegungen einfach die Federn mit und gehe wirklich da, wo der Buchfink eben diesen Graubereich hat, also am Kopf, einfach mal wirklich rein mit den Pigmenten. Kann sie so eintupfen in diese feuchte Fläche, kann auch mal einfach da so mit malen, dass ich auf jeden Fall da, wo der grau ist, auch graue Pigmente einbringe. Der hat auch hier, das ist ganz süß, wie so einen kleinen Rahmen um sein Auge rum, der kleine Buchfink. Und jetzt besetzen wir einfach mal diese feuchte Fläche zuallererst mit dem Daily Grey. Ihr seht, es ist wirklich sehr schnell und sehr grob und sehr lose, da passiert noch nicht viel. Und dann gehe ich eigentlich nochmal rein, hole mir noch ein paar mehr Pigmente, denn denkt wirklich immer dran, Aquarellfarben trocknen sehr, sehr viel heller.
wenn sie später trocken sind auf dem Papier, weil ihr ja auf einem weißen Untergrund arbeitet. Deswegen gebt lieber, wenn ihr denkt, ihr habt schon zu viel, noch ein paar mehr Pigmente rein, damit ihr später überhaupt irgendwas erkennen könnt von den Pigmenten. Jetzt nehme ich meine andere Farbe und nehme ich einfach mal Englischrot für den Bauch. Packe ich mir einfach mal auch aus meiner Palette, die ich mir selbst zusammengestellt habe. Und gehe beim Englischrot einfach unten in der Bauchpartie, auch in diesen feuchten Bauchbereich rein. Und jetzt kann ich hier auch so ein bisschen wischen, die Farbe, kann sie aber auch ein bisschen verstreichen und tupfen. Und jetzt ist der Moment gekommen, wo ihr wirklich Spaß haben könnt mit eurem Buchfink und ihm einfach so ein bisschen das Federkleid abstrakt und lose verpassen könnt, das er hat. Also schaut euch so ein Bild wirklich einfach nur ein bisschen an als Inspiration und dann legt einfach los. Ich gebe dem also hier unten einfach noch so ein bisschen Englischrot mit rein. Ich vermische das Ganze hier in der Mitte aber auch so ein bisschen. Denkt auch dran, auch bei Englischrot. Gebt hier unten auf jeden Fall noch mehr Pigmente mit rein, damit das wirklich am Ende einen schönen Kontrast ergibt, weil Aquarellfarben wirklich sehr, sehr hell auf dem Papier trocknen. Da seht ihr am Ende ansonsten nur noch so einen pastellfarbenen Buchfinken. Das wäre ein bisschen schade. Übrigens, Englischrot befindet sich bei dem Kollegen auch hier im Gesichtsbereich. Das mache ich hier also auch mal so ein bisschen mit. Guckt euch den so ein bisschen an. Dann nehmen wir hier auch noch so ein bisschen Englischrot mit. Ich lege mir den mal so nebenhin. Da ist also auch noch was mit dabei. Hier oben auch noch so ein bisschen. Und dann könnt ihr einfach wirklich, das seht ihr hier, solange ihr eine feuchte Fläche habt, mit dieser feuchten Fläche wirklich Spaß haben, die Pigmente hin und her schubsen und ja, euren Vogel so ein bisschen ausgestalten, so wie ihr ihn haben wollt. Völlig ohne Netz und doppelten Boden, völlig ohne Vorlagen. Ihr schreibt überhaupt gar nichts mehr. Es irritiert mich ein bisschen. Seid bestimmt alle fleißig am Malen, aber vielleicht könnt ihr mir kurz mal einen Buchstaben schreiben in den Chat, damit ich weiß, dass ihr alle noch da seid und nicht wieder mein Internet Probleme macht, so wie vor einer Woche. So, ich male mal mein Vögelchen weiter und hoffe, dass sich jemand von euch meldet. Ah, da kam's. Sehr gut, vielen Dank. Große Beruhigung. So, dann nehme ich, vielen Dank. Mein Elfenbeinschwarz. Ja, ich bin bei dem Internet aktuell wirklich not so happy und confident, dass das hier alles läuft. Jetzt hole ich mir mein Elfenbeinschwarz und auch da wirklich eine große Menge davon erstmal. Schaut mal, der hat hier hinten wirklich so schwarze Federn. Und die deute ich jetzt auch einfach nur an, wirklich mit, ich nehme den Pinsel wirklich senkrecht und deute hier einfach nur diese schwarzen Federn mit an. Ist schon so ein bisschen trocken da hinten und hier kann ich auch noch reingehen und einfach so ein bisschen die Federn andeuten. Ganz, ganz, ganz grob und lose. Und hier oben hat er auch noch so einen schwarzen Punkt. Das haben übrigens auch alle Buchfink-N-Abbildungen im Internet. Den könnt ihr also ruhig auch so ein bisschen mit einbringen hier oben. Nass in nass, der verläuft dann auch noch so ein bisschen, das ist auch ganz schön. Und dann könnt ihr das also auch noch mit abbilden. Wenn euch das Ganze taugt, ich würde jetzt sagen, das ist fein so, nur noch als Ideenhinweis, ihr könnt natürlich auch in die Farbe nochmal mit einem trockenen Pinsel reingehen und hier manipulieren. Ihr könnt ihr also auch noch Farbe rausnehmen mit dem Pinsel später wieder. Ihr könnt hier noch Effekte, Strukturen reinbringen. Ihr könnt noch mit zum Beispiel einfach Wassertropfen arbeiten und noch ein paar spannende Trocknungseffekte hier erzielen, die den Vogel so ein bisschen spannender machen. Ganz wichtig ist auch bei dem Schwarz, mehr Pigmente auf jeden Fall nehmen, damit das Schwarz danach wirklich schön knallt, weil alles sehr viel heller trocknet. Ja, und wenn euch das taugt und wenn euch das gefällt, dann ist der Vogel soweit erstmal fein. Ich nehme hier nochmal so ein bisschen Davy Gray in den Bauch mit rein und verwischt das hier noch so ein bisschen. Und dann gestalten wir jetzt einfach auch schon mal. Ach, hier hinten möchte ich, glaube ich, noch. Das gefällt mir noch nicht so gut. Ja, besser. Der Pobbas. Der Pobbas war noch so ein bisschen sehr rund. Jetzt schaut er besser aus da hinten. Jetzt gestalten wir auch gleich einfach nur so ein bisschen den Schnabel. Den kann man, wie gesagt, wirklich so machen, wie er hier ist. Oder man macht den einfach sehr, sehr abstrahiert. Ich versuche jetzt mal so ein Mittelding zu machen und male jetzt mal einfach noch mit Davy Gray auch, aber auch einem sehr hellen Davy Gray und der Spitze von meinem Vierer-Rundpinsel so einen kleinen angedeuteten Schnabel damit rein. Weil eigentlich fand ich diesen kleinen schwarzen Schnabel sehr schön, aber tatsächlich hat der Buchfink wirklich keinen schwarzen Schnabel, deswegen
nehme ich das noch hier mit. Die ist es schon so ein bisschen trocken. Ansonsten, wenn irgendwas verläuft, ist das bei Loose Watercolor auch gar nicht schlimm. Ihr seht es auch hier unten. Hier entstehen also auch noch so ganz spannende Trocknungseffekte. Dann ich gehe noch ein bisschen mit Englischrot rein, um den bisschen den Bauch zu betonen. Ist der gesund? Der ist gesund. Der Vogel, natürlich ist der Vogel gesund. Oder wen meinst du? Sieht der krank aus, der Vogel? Nee, ne? Soll so sein hier mit dem Schwarz. Ist der gesund? So, also mein Buchfink gefällt mir so eigentlich schon ganz gut. Den Schnabel lassen wir trocknen. Da können wir dann im trockenen Zustand noch so einen kleinen, feinen schwarzen Strich später hinzufügen. Denkt immer dran, alles, was nass ist und wo ihr Wasserfarbe, Aquarellfarbe reintupft, das explodiert und das arbeitet. Also wenn ihr jetzt nicht wollt, dass der Schnabel ganz schwarz wird, dann lasst ihn erstmal trocknen, bevor er dann weiter bearbeitet wird. Ihr könnt natürlich noch so ein bisschen gucken und vergleichen, taugt euch das so, aber orientiert euch nicht zu stark an eurer Vorlage. Das Ziel von Loose Watercolor ist, ich wiederhole es gerne nochmal, nicht die 1:1 Abbildung eines Objektes, sondern nur so das ungefähre Wesen zu erreichen. Warum fragt ihr euch, ob der gesund ist, der Vogel? Warum denn nicht? Wegen der Bauchtasche. Was denn für eine Bauchtasche? Ich stehe auf dem Schlauch. Ich glaube, mein Hirn ist einfach noch Matschepampe. So, was wir jetzt auch noch machen können, solange der noch so ein bisschen feucht ist, wobei meiner ist schon trockener unten, wir können dem auf jeden Fall noch Füßchen verpassen. Und wenn er trocken ist, aber erst dann kommt hier noch im Schnabel so ein leichter schwarzer Strich dazu und das Auge. Wenn wir das Auge jetzt schon reinmachen, dann explodiert es und dann haben wir einen schwarzen Kopf. Sieht wohlgenährt aus. Ja, ich mag gerne wohlgenährte Vögel. Bin ja auch wohlgenährt. Für die Füße nehme ich mir jetzt aber einen kleineren Pinsel. Das ist ein bisschen einfacher. Ich habe hier so einen 0,0er, glaube ich. 0,0er Rundpinsel und nehme mir das Schwarz nochmal, das Elfenbeinschwarz. Und dann malen wir dem direkt noch Füßchen hin und dann ist unser Vögelchen eigentlich auch schon fertig. Füßchen sind auch ganz, ganz leicht. Und zwar hat er natürlich zwei, er steht ja auf zwei Füßen, aber auch die könnt ihr, ihr seht es hier so ein bisschen, maximal abstrahieren. Interessant ist bei Vögeln, die haben immer eine Kralle, die geht nach hinten und drei, die gehen so nach vorne. Sieht eigentlich aus wie bei Star Wars, so ein Raumschiff, was irgendwie auf dem Planeten landet, finde ich. Wahrscheinlich war aber eher der Vogel die Vorlage für Star Wars und nicht andersrum. Und deswegen abstrahieren wir das jetzt ganz genau. Ich male also erstmal da hinten den Fuß an das Vögelchen hin und dann malen wir erstmal ein Bein mit dem Schwarz. Ihr müsst doch nicht voll schwarz nehmen, ihr könnt auch das Schwarz so ein bisschen verwässern und dann kommt eben hier hinten die eine Kralle hin und auch das bitte maximal abstrakt und dann ihr seht, wie schnell ich das mal die drei Krallen da vorne hin. Und da könnt ihr auch wirklich so ein bisschen einfach den Pinsel bewegen und ruckeln und da hinten kommt das andere Beinchen hin. So, und auch da eine nach hinten und 1, 2, 3. So schnell geht es einfach. Komm vorne dran. Mehr braucht ihr nicht für euren losen, abstrakten Buchfink. Meiner ist ein bisschen groß geworden. Jetzt hier die Ranken wird ein bisschen schwierig, aber der improvisieren wir einfach. Ein Dickfink, genau so ist es. Ein kleiner, dicker Buchfink. Wie gesagt, aufgeplustert, hatte mir jemand geschrieben. Gibt's? Ist ja gar nicht so weit weg von meinem Bild. Das ist ein Originalbild. Könnte man eigentlich... Also... Dicker als der ist ja auch nicht. Ich habe den nicht gefotoshoppt, den Buchfink. So, also macht euch um den Füßen nicht so viele Gedanken. Wie eine Bulette auf Zahnstochern. Ihr seht, warum ich mich echt nie an Tiere wage. Und weil Tiere auch einfach echt maximal bescheiden aussehen können, wenn man einfach keine Ahnung hat, wie es geht. Außer die Tanja, die kann es wirklich par excellence. Aber ich bin davon überzeugt, dass ihr alle so ein dickes, pummeliges Buchfinkchen mit paar stöckeligen Beinen hinbekommt. Sonst lasst die Beine einfach weg oder malt nur einen Strich hin. Abstrahiert es wirklich maximal, aber macht euch bitte nicht verrückt. Das ist hier bei mir jetzt alles schon trocken, deswegen nehme ich jetzt gleich mal noch den Nullerpinsel und Schwarz und mache noch die letzten Ergänzungen. Dann kann ich den nämlich schon mal wegpacken, den kleinen Pinsel. Und zwar mache ich jetzt hier oben einfach noch wirklich das Auge rein. Das sitzt ungefähr hier. Und eigentlich ist das ja echt ein Riesenauge. Aber so Riesenaugen habe ich gemerkt, bei meinen Tests sehen auch immer irgendwie so ein bisschen nach so einer Kinderzeichnung aus. Deswegen male ich das gar nicht so groß. Ich lasse das so ein bisschen kleiner. Und hier male ich nochmal so ein bisschen einfach
hier diesen Schnabel rein. Aber wirklich nur maximal abstrakt, damit man so ein bisschen die Andeutung von dem Schnabel hat. Hat er hier nämlich auch, aber das wäre mir ein bisschen zu fett. Das ist mein kleiner, abstrakter, moppeliger Buchfink. So, den Pinsel wasche ich aus. Wir sind so gut in der Zeit heute. Ein Hangfink. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Livestream mit einem Tiermotiv so lustig werden kann mit euch. Ja, Tiere, ich sag's euch. Deswegen, Frau Hölle und Tiere. Nee. Ich glaube, Käfer gehen noch. Bei Käfern war ich bei der Tanja auch ganz erfolgreich, als sie Käfer mit uns gemalt hat. Und Schmetterlinge vielleicht, aber alles, was wirklich nach Tier aussieht, ist für mich auch nichts. So, das ist also unser Buchfink. Mehr ist es nicht. Jetzt könnt ihr euch überlegen, ob ihr einen Rahmen drumherum malen wollt. Das ist übrigens auch sehr schön, also einen ganzen Kranz, einen floralen Kranz aus Blättern. Oder ob ihr den Finken an sich auf einen Ast malen wollt. Mein Mann putzt gerade den Grill. Oder ob ihr hier unten wirklich so einen Ast malen wollt, auch einfach ganz abstrakt. Einfach so einen braunen Ast mit ein paar grünen Blättern, wo da drauf sitzt. Auch super schön, hier Rand abfallen. Ich habe mich dazu entschieden, wirklich einfach so ein paar grüne Ranken, wie so Cäsar-Ranken eigentlich, links und rechts um ein Vögelchen zu malen, danach noch mit Sprenkeln zu arbeiten. Und das ist dann mein kleiner Buchfink. Ich finde ihn perfekt. Ich hoffe, du meinst deinen eigenen. Für die grünen Ranken habe ich mich entschieden für, wie gesagt, wo habe ich meinen Zettel? Diese zwei Grüntöne, nämlich, es ist eigentlich kein Grünton, aber ich finde, er passt sehr gut in Verbindung mit Grün. Das ist Saftgrün und das ist Dämmerunggelb. Ein granulierender Ton, der, ihr seht, gelb, aber auch Grünschattierungen aufweist. Und dann noch so einen olivigen Ton hat. Also eine ganz, ganz tolle Farbe, finde ich, für florale oder auch botanische Elemente. Deswegen liebe ich ihn so von Van Gogh. Und mit diesen beiden Farben arbeite ich jetzt einfach in einer ganz, ganz leichten Technik und ich fange einfach mal mit einer Ranke an. Ich fange mal mit der linken an, weil sonst ist da drüben immer alles nass. Ich tauche einfach den Pinsel zuerst mal in Saftgrün ein und ich nehme für meine Ranken jetzt immer Saftgrün und Dämmerunggelb abwechselnd in verschiedenen Mischwasserverhältnissen, also in verschiedenen Sättigungen. Habt also wirklich beide Farben parat, damit ihr nicht lange irgendwie rumfummeln müsst. Und dann geht's los. Da war ja alles schon relativ trocken hier. Das heißt, ich kann hier wirklich auch entspannt anfangen. So ist also ungefähr mein Bogen. Ich muss mal gucken, der Schwanz wird wahrscheinlich drin sitzen. Wir starten also einfach hier unten. Ich halte den Pinsel also eher senkrecht in diese Kurve rein. Und auch hier deuten wir das Ganze wirklich nur an. Diesen Ast. Und dann beginne ich einfach damit, wirklich diese einfachen Blätter zu zeichnen, indem ich mit wenig Druck und viel Druck und wieder wenig Druck auf den Rundpinsel arbeite. Jetzt greife ich auch schon in mein Dämmerunggelb. Kurz gucken, ob ich die falsche Farbe erwische. Und dann tupfe ich mit Dämmerunggelb hier einfach noch so ein paar Dämmerunggelb-Farbkleckse mit ein. Und dann male ich da drüben mit Dämmerunggelb schon mein zweites Blatt. Jetzt kann ich mit Saftgrün wieder hier eintupfen. Also Ziel ist es wirklich, aus Saftgrün und Dämmerunggelb hier einfach diesen Strauch wachsen und ranken zu lassen von unten nach oben. Also wirklich einfach mal auf dem Pinsel mit viel Druck, wenig Druck, wenig Druck, viel Druck, wenig Druck, so rum rauf und die Farben wechseln zwischen Saftgrün und Dämmerunggelb. Achtet aber hier wirklich auch schon darauf, dass ihr mal, so wie jetzt bei dem Blatt, wirklich mehr Pigmente benutzt, damit hier also auch einfach so ein bisschen Farbunterschied ist. Also ein sogenannter Tonalitätsunterschied, also mal ein bisschen heller, mal ein bisschen dunkler. Aber auch diese Ranke müsst ihr euch wirklich nicht vorzeichnen, da könnt ihr wirklich auch einfach relativ lose von unten nach oben malen. Ihr könnt ja auch mal so ein bisschen näher aneinander setzen, so wie hier. Seht ihr gar nichts mehr. Und dann einfach ungefähr eben mal ein helleres Blatt auch mit reinbringen, ist auch ganz schön, genau. Ungefähr, hoppala, mein Näpfchen macht sich selbstständig. Ungefähr diesen Bogen um unseren Buchfink spannen. Hier oben nochmal mit Dämmerung gelb rein, genau. So,
Das hat auch ganz gut geklappt hier. Mit dem Popo-Pummelchen. Pummelchen-Popo. Meiner muss zur Physio. Ich glaube, meiner müsste wahrscheinlich im echten Leben auch zur Physio, wenn man das Ding nehmen würde und wirklich eins zu eins übertragen würde. Also ihr seht, so leicht war das, wenn irgendwas scheps aussieht, malt einfach noch ein Blatt hinzu. Hier oben könnte vielleicht noch eins reinkommen, aber muss auch gar nicht sein. Ihr könnt es auch schon so lassen. Ich male jetzt auf die andere Seite aber auch noch meine Ranke. Ungefähr symmetrisch, aber auch das ist natürlich alles nur ungefähr gedacht, weil im Loose Watercolor und genau deswegen liebe ich es ja auch so sehr, alles nur ungefähr ist. Das ist nicht schön. Keiner kann einem irgendwie sagen, dass es genau so aussehen soll. Es gibt keine Vorlage, an die man sich halten soll. Es gibt und es gilt einfach immer das Prinzip des Ungefähren und maximal Abstrakten und Losen. Abbildens. Und ich finde das einfach ganz großartig. Und so habe ich Loose Watercolor kennengelernt mit ganz abstrakten Rosen damals, weil ich ja sehr viel immer noch Botanisches, Florales male. Da kann man auch ganz toll abstrahieren. Und dann haben wir im Sommer gemeinsam auch die Früchte gemalt, die Sommerelemente. Und dann haben wir auch noch die Botanischen, die Greenery-Elemente gemalt in der Botanical Edition. Edition. Also es ist einfach immer wieder schön, finde ich, wie schnell man zu einem Ergebnis kommt, ohne vor allen Dingen zu verkopft an die Sache ranzugehen. So, hier mache ich noch einen hin. Fertig. Ich glaube, mehr brauche ich nicht. Ist ein bisschen sehr groß geworden, mein Vogel, tatsächlich. So von den Größenverhältnissen hätte ich ihn vielleicht ein bisschen kleiner machen können, so wie den hier. Dafür gefällt er mir irgendwie besser. Schöner und perfekter und artsy, sage ich jetzt mal. Und ich finde, der verträgt ja auf jeden Fall auch noch ein bisschen Sprenkel. Überlegt euch, in welcher Farbe ihr sprenkeln wollt. Ich finde ja Englischrot einfach total schön. Deswegen nehme ich am Ende des Tages und des Abends noch ein bisschen Englischrot auf meinem Pinsel. Viel Wasser. Zum Sprenkeln braucht man immer viel Wasser. Und dann gucke ich mal, halte ich den so ein bisschen zu. Ich glaube, da unten will ich auf jeden Fall ein paar Sprenkel hinhaben. Je mehr Wasser, desto größere Sprenkel natürlich. Je weniger Wasser, desto kleinere Sprenkel. Ihr könnt natürlich auch auf einen anderen Pinsel draufklopfen zum Sprenkeln. Aber dann werden das wirklich sehr, sehr, ihr seht es, sehr feine Sprenkel. Das war's. Was hat letterfiziert jetzt gerade noch verkackt? Wie kann man denn jetzt bei Grünzeug noch irgendwas an dem Motiv verkacken? Wenn eure Vögel schon alle zum Tierarzt müssen. Ist halt so cool. So, hier mal kurz im Bilde noch mein Ergebnis. Jetzt gucke ich mal nur eure Fragen an. Mein Tierarzt würde sagen, dass er einen Trommelbauch hat. Mir wurde im Test. Trommelbauch. Also ich werde das auf jeden Fall in Erinnerung behalten, wie ihr gefragt habt, ob es dem Vogel gut geht. Es geht ihm sehr gut. Er hat vielleicht ein bisschen zu viel Bier getrunken, zu viel Bratwürste gegessen. Vielleicht ist er auch schwanger, Drillinge. Aufgeplustert, weil es ihm zu kalt ist, so wie mir. Wer weiß. Aber es ist auf jeden Fall, finde ich, ein sehr sympathisches, süßes, kleines Vögelchen geworden in sehr, sehr kurzer Zeit. Und genau das ist mein Ziel von jedem Creativity Booster, euch einfach schnell zu packen, euch gar nicht zu sehr zum Nachdenken zu bringen und am Ende des Tages einfach hoffentlich glücklich zu sein mit dem, was ihr in einer halben Stunde mit mir gemeinsam geschaffen habt, nämlich einen Vogel. Wir haben gemeinsam einen Vogel gemalt. Wie cool ist das denn? Seid bitte, bitte wirklich happy mit dem, was bei euch da auf dem Papier ist. Probiert es gerne noch ein zweites Mal aus. Ihr seht, wie schnell das Ganze ja auch wirklich geht. Sucht euch vielleicht auch einfach einen anderen Vogel. Rotkehlchen, Spatz, Amsel, Drossel, Fink und Stamm, wie sie alle heißen. Oder auch ein Papagei. Und sucht euch ein Bild bei Google oder Pinterest raus und mit dem Ansatz auf Farbe und Form von Loose Watercolor versucht ihn einfach in Loose Watercolor umzusetzen. Ich freue mich riesig. Ich weiß noch nicht was, vielleicht dann eher so im floralen, botanischen Bereich. Denn der März hat ja 2 Creativity Booster Livestream Termine und der März ist unser Watercolor-Monat. Und dann geht es weiter mit Lettering. Habt ihr schon richtig geraten. Viel, viel Freude mit euren kleinen Vögelchen. Wenn euch der Livestream gefallen hat, könnt ihr wie immer natürlich gerne was in die Kaffeekasse schmeißen oder auch noch spenden. Auch
Meine Spendenaktion bei Deutschland, Aktion Deutschland hilft, ist immer noch 3,5 Stunden lang offen. Also vielleicht eher als in die Kaffeekasse diesmal noch was in die Spendenaktion für die Ukraine. Die können das aktuell auf jeden Fall besser gebrauchen. Und vielen, vielen Dank, dass es euch gibt, dass ihr so viel gespendet habt. Ist eh unfassbar, dass ihr hier Freitag mit zusammensitzt und kreativ seid und so viel Spaß auch habt und so viel Spaß mit reinbringt. Das freut mich wirklich total. Und passt gut auf euch auf und auf eure Liebsten und genießt einfach jeden Tag euer Leben. Das ist so mein Wort zum Freitag. Und nee, ich werde definitiv nicht öfter Tiere malen. Wenn ihr Tiere malen wollt, dann schaut bitte wirklich bei Tanja at Miss Nice Day vorbei. Die hat viele, viele Bücher, Tutorials und Live-Workshops macht sie auch dazu. Alles. Da dreht sich alles rund um Tiere und bei mir nur um Blumen, weil was anderes kann ich nicht, wie man sieht. Habt ein schönes Wochenende und danke fürs Mitmachen und Mitmalen. Ich freue mich auf eure Buchfinken, ob mit oder ohne Trommelbauch. Total egal. Viel Spaß beim Nachmalen. Schönes Wochenende.